Einen Abend der besonderen Art können Besucher des Staatstheaters Cottbus morgen erleben. Gleich zwei außergewöhnliche Ballettvorstellungen stehen dann auf dem Programm. Zuerst gibt es die Uraufführung von Pieces of Nyman und direkt im Anschluss die Premiere von Purcell Pieces. So besonders wie die Stücke selbst war auch die Vorbereitung der Doppelaufführung. Die Herausforderung ist erstmal organisatorischer Natur, weil wir natürlich mit zwei verschiedenen Choreografen arbeiten. Einmal Adriana Morteliti und auf der anderen Seite Nils Christe für den zweiten Teil des Abends. Man muss es organisatorisch gut organisieren, dass jeder zu seiner Einstudierungszeit kommt und natürlich auch jeder zu seiner Probenzeit kommt, weil beide Stücke gehen ungefähr 45 Minuten und so möchte natürlich auch jeder das Recht haben, dieselbe Probenzeit zu haben. Ja? Das heißt, man fängt mit dem einen an, dann kommt der zweite drei Wochen später dazu und jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Stücke zusammensetzen. In Pieces of Nyman inszeniert Adriana Morteliti in stimmungsvollen Bewegungsbildern das Motiv des Übergangs. Versucht wird dies mit Hilfe einer Tanzsprache, die Leichtigkeit mit Akrobatik verbindet. Grundlage bildet die Musik des englischen Komponisten Michael Nyman. Das Stück Purcell Pieces des niederländischen Choreografen Nils Christe wird durch die Musik Henry Purcells inspiriert. Das Stück zeichnet sich durch organische Bewegung, voller Spannung und Poesie aus. Wir haben mit Adriana Morteliti eine Choreografin eingeladen, die schon sehr erfolgreich die Balkan Rhapsody letztes Jahr in der Kammer inszeniert hat. Moderne Bewegungssprache, typisch moderne Bewegungssprache. Und im zweiten Teil auch eine sehr interessante Geschichte, ein holländischer Choreograf Nils Christe, wie gesagt, der den typischen Stil der Holländer, modernen Stil der Holländer mitbringt, den Cottbus so noch nicht gesehen hat. Die Inszenierung von Pieces of Nyman in Purcell Pieces feiern morgen als Doppelballettabend um 19.30 Uhr Premiere im Staatstheater Cottbus. Und die Zuschauer können sich schon auf beide Teile des Ballettabends freuen.